und herzlich willkommen zu einer weiteren Kochfolge in Ark Survival Evolved. Heute würde ich euch gerne zeigen, wie ihr Jerky herstellt, beziehungsweise Prime Meat Jerky. Und zwar braucht ihr dafür den Preserving Bin, sprich der Räucherofen. Pro Fleischstück braucht ihr 3 Spark Powder, einmal Öl und halt einmal von dem Fleisch, was ihr braucht. Entweder das Cooked Prime Meat oder Cooked Meat. Beachtet, das Fleisch muss gekocht sein, sonst wird das nischt. Weil kochen tut der Räucherofen nicht. Er räuchert nur, wie der Name natürlich schon sagt. So, wundert euch nicht, wenn ihr das Spark Powder reinlegt, dann wird aus der 3 eine 2, weil der sofort anfängt zu räuchern und somit auch schon das erste Spark Powder verballert. Ja, das Ganze dauert 1,5 Stunden. Ja, 1,5 Stunden, bis ein Stück Fleisch fertig ist. Deswegen würde ich euch empfehlen, eventuell mehrere Preserving Bins hinzustellen, wenn ihr es eilig habt mit dem ganzen Fleisch. Ja, wie gesagt, das Cooked Meat Jerky sieht so aus. Ich sag mal, es ist etwas länglich von oben nach unten und das Prime Meat Jerky ist eher breit von links nach rechts. Warum? Wenn ihr euch die Bildertabellen im Internet anguckt, wofür man die braucht, sprich, die werden eigentlich für alle Kibbles benötigt. Für manche braucht ihr halt die Prime Meat Jerkies, für andere braucht ihr die Cooked Meat Jerkies. In vielen Abbildungen seht ihr nur die Zeichen von dem Fleisch und nicht das Fleisch an sich betitelt. Und da müsst ihr halt wissen, wie das Fleisch aussieht. Nicht, dass ihr hier da quasi Cooked Meat Jerky reinballert, wollt einen speziellen Kibbel haben. Und er braucht aber in Wirklichkeit das Prime Meat Jerky. Ja, wie gesagt, das dauert 1,5 Stunden. Kann ich euch jetzt leider nicht zeigen. So lange möchte ich das Video jetzt eigentlich nicht machen. Ich glaube, das will sich auch keiner angucken, wie ich 1,5 Stunden hier vor dem Preserving Bin stehe und das Zeug räuchern lasse. Ja. Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen, außer vielleicht die Haltbarkeit. Wenn das Meat Jerky Cooked Pre. Da haben wir es wieder heute nicht, war wieder anstrengend heute auf Arbeit. Das Cooked Meat Jerky hält in dem Preserving Bin 19 Tage, 23 Stunden, 54 Minuten. Und das normale Prime Meat braucht auch so lang, bis das verdirbt. Wohlbemerkt, bis eins verdirbt. Ja, wundert euch nicht, ich bin Level 6, ich bin hier auf dem Local-Server. Auf dem spiele ich eigentlich nicht, hier mache ich nur die Videos. Und da brauche ich nicht großartig leveln. Ja, ich bin ehrlich, für die Videos ercheate ich mir das, außer in den Let's Plays natürlich. Das ist alles erarbeitet. Ja, das normale gekochte Fleisch oder gebratene Fleisch, ja, wie ihr seht, hält 3 Stunden. Ist auch schon ein bisschen länger, wie wenn ihr das bei euch im Inventar habt. Da sind das nur, ich denke mal, 20 Minuten oder so wird das sein. Und ja, wenn ihr Prime Meat habt, am besten gleich erstmal irgendwo kochen. Wenn ihr die Aussicht auf Prime Meat habt, ein Lagerfeuer hinstellen, das schon mal kochen und dann schwuppdiwupps, nicht in euer Inventar, sondern am besten in das Inventar von dem Dino, weil das hält länger, sonst ist das nämlich vergammelt, das rohe Prime Meat. Ich glaube, das weiß jeder, dass das relativ schnell verdirbt. Deswegen kochen und ab ins Inventar von dem Dino. Und dann vom Dino so schnell wie möglich in den Preserving Bin. Ja, ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen helfen, wie ihr eure Nahrung länger frisch haltet, quasi. Und wenn es euch weitergebracht hat oder euch das Video gefallen hat, lasst mir doch ein Like oder ein Kommi oder vielleicht sogar ein Abo da. Dann sage ich Dankeschön und wir sehen uns zur nächsten Kochfolge. Bis dann. Ciao.